Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together. Und zwar, nicht erschrecken, es ist nicht Minecraft. Ja, es ist ein Let's Play Together und ich habe dabei ein paar Kandidaten. Einer fehlt leider, aber da wir eben schon so beim Reimen waren, haben wir einmal Tonno mit dem Essbesteck, der Fiedel auf dem Gras hockt, der Dave auch ohne Krähe bockt, der Echo hier das Intro rockt. Ja, Oh und dann würde ich na. sagen, Oh mein oh Gott. komm, der war nicht schlecht, der war nicht Oh, schlecht. ich gehe weiter bauen. Ich Ja, kann das mir dann eher was tun. spielen wir? Wir spielen Creativerse. Es ist nicht Minecraft, es ist ähnlich, aber es ist schöner, muss ich sagen. Es Es ist ist schöner. sowas von nicht Minecraft. Ja, es ist nicht Minecraft. Ja, das Ganze hat sogar ein Konzept und zwar, wir sind hier oben hoch auf einer Insel. Die war vollkommen natürlich hier, die hat uns der Avatar-Regisseur einfach mal gespendet. Und wir haben hier ein LPT-Projekt und zwar bauen wir einen Turm. So rein vom Äußerlichen her würde ich sagen, das ist auf Daves Mist gewachsen, weil das sieht wieder so nach Burgporno aus. Dachte da jetzt Naja. gar nichts so. Und sollte das dann irgendwann mal fertig werden, weil wird der nach oben hin größer, weiß der Teufel, wie hoch das werden soll. Nee, ist schon zu. Wird jetzt Der. zugemacht oben. Ach, ist schon zu. Ist, ja, in Gut. den letzten Folgen Der haben wir halt aufgehört. Deckel ist drauf. Wird drauf gemacht. Und. Ach, Mann. Du Korinthenkacker. Und danach werden wir uns dann ja, eigene Inselchen bauen. Aber dafür müssen wir erstmal hier so ein paar Sachen farmen. Denn es gibt hier auch Monster. Da ist schon ein. Ach nee, das ist Tonne. Halt die Fresse. Ja, Jungs, was steht denn an für heute? Erstmal kann der Eberron ja nicht mit dabei sein. Wegen, erstmal an der Stelle Ach schöne so, Grüße. den Ja, habe ich. echt. Man möge mir verzeihen. Das ist Nein. halt die erste Runde, die ich hier mitspiele. Die Noch die ersten letzte. vier Folgen, die könnt ihr euch auf den Kanälen von den beknackten Leuten hier angucken. Übrigens, ihr seid jetzt in meinen angesagten Kanälen mit drin. Ne? Ich habe euch da mal. Habe ich da mal. Könnt ihr Jetzt reingucken? erst? Es gibt schon viel. Ach. Ja, Und sicher. vor ewig Zeiten habe ich den Echo schon reingepackt, weißt du? Das werde ich mir merken immer. Ihr seit ja jetzt erst gut, seit wir zusammen die News-Sendung Boah! machen. Ja, Welche klar. News-Sendung? Musst du mal Ich erläutern, bin welche News. News. Ihr seid nur komisches halt eben Ach, Spielegelaber. hör doch auf. Was du Wir da haben erzählst, hier will doch keiner geballte wissen. Redaktionskompetenz sitzen. Es ist 3 zu 1. Ja. Ja gut, Wieso besser? Ich zwei, meine, im Endeffekt. zweieinhalb zu eins, du bist ja nur in die Ecke. Ach, nur. Wird am meisten geklickt. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wer Nur hat das deswegen jetzt schalten nochmal die Leute Fiedel? ein. Was Ich ein habe außerdem Teleporter? meinen Teleporter hingesetzt. Tut mir Boah, ich hoffe, leid. da ein bisschen Ich bringe runter, warte, ich bringe verteilt durch runter. die Gegend, aber einfach nur mal so, um zu zeigen hier. So der Nachthimmel. Mit der Milchstraße. Sternchen. Ja, unsere Bäume hier wollen noch nicht so recht wachsen. Dahinter Ja, irgendwie lass das mal, warte Sonne mal. in Capri versinkt oder so ähnlich. So, oben ist frei, kannst Alles setzen. klar, habe ich gemacht. Super, besten Dank. So, ich Gut, geht werde. immer. Es ist, wie man sieht, es ist noch, es ist Alpha, ist es noch, ne? Noch ja. Ist noch Ja, Alpha, ja. die es ist Alpha. R16 ist im Moment drauf. Vom Update her. R16. Klingt so ein bisschen wie eine AMD-Grafikkarte, ist es aber nicht. Aber wir haben ja auch so ein bisschen schnieke Sachen gemacht. Hier kann man Oh, zum ich habe Beispiel, keine Steine mehr. hier ist Wasser. Übrigens, das Neues fürs nächste Update steht schon fest. Fließende Animationen für Lava und Wasser. Ja, endlich. Das ist ja schnieke. Ich hab da Ja, so. So, vielleicht Echo, werde lass ich. uns mal ein bisschen durch die Gegend laufen und mal ein paar Tiere für dich erlegen, damit wir deine Rüstung basteln können, würde ich sagen, oder? Ich brauche keine Rüstung, ich bin Echo. Ja, Weiß, genau, aber. deswegen brauchst du mindestens eine Diamantrüstung. In Ich dem Fall brauche geht es nicht ja mal ein nicht direkt Schwert. eben um. Es reicht doch, wenn ich. Oh, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich habe einen Knüppel. Knüppel aus dem Sack. Das heißt, wir müssen dir auch noch eine Waffe bauen. Oder wir gehen wieder hoch zu Tonno oder machen wir Knüppel auf den Sack. Dave, du brauchst noch Steine, hast du gesagt? Ja, ich Du, mach lass mir uns jetzt mal was gerade für noch ein dich paar. suchen. Ich habe so viele Steine, mach keine. Okay. Warte. So, dann gehen wir mal Denn in den du den warst ja ganzen in Sack den voll. ersten vier Teilen leider Oh. nicht mit dabei. Du wurdest in Achso. den ersten vier Teilen ja hochgradig besungen. Praktisch Heldenlieder wurden ja auf dich gesungen. Aber endlich kannst du mit dabei Ah, sein. super. Also, so Aber viel brauche ich, deine glaube ich, gar nicht. Danke. unendliche, Ich. unterqualifizierte Statur, mit der du gerade Dave? dastehst, muss natürlich verändert werden. Deswegen. Da muss nichts. Hör mal, das ist ein Astralkörper. Adonis hat sich bei mir abgeguckt, was er hat. Ein Oh, ein kleiner Penis. Analkörper. Ein Analkörper hat er. Na, Adonis hat einen kleinen Penis gehabt. Da hinten haben wir schon ein Schwein. Das. Tun wir uns gleich. Du siehst den Tonno von hier aus? Ich nicht.
Ja, das sind die Schweine, die sind jetzt grün, weil es ist Nacht. Wenn es Nacht wird, dann kommen die bösen Schweine raus. Komm, du böses Schwein, du. Schnitzel! Nein, kommt noch eins. Meistens in der Form einer Schwiegermutter. Oh, Speck. Ja, meine Schwiegermutter. Seine Schwiegermutter Let's Plays anguckt. Welche Schwiegermutter? Er hat keine Schwiegermutter. Nee, warte mal, das ist so falsch. Die lassen hier natürlich Säckchen liegen, die looten wir alle. Na komm. Ja, ich erschlag die Schweine und das Schwein lootet. Das musst du dir mal vorstellen. Ich kann nichts dafür, wenn du so langsam bist. Der ist wie Tonno. Hör mal, Fiedel, bevor der Trollolo kommt, dann hast du den Dave erstmal schön abgezogen. Also, ich bin gerade gestorben, ich habe vergessen, mich zu heilen. Jede Folge, er stirbt einmal. Ja, ist ja unser Running Gag. Komm schon. Ja, echt. Geh mal drauf, du. Oh nein. Sie haben Fiedel getötet. Ihr Schweine. Guck mal, was der Fiedel alles in der Tasche hat. Guck mal, der Fiedel alles in der Ich Wir bin zu weit gesprungen, ich bin auf dem Boden aufgeprallt und ich bin schon wieder tot. Das macht nichts. Mein Gott. Aber deine Urne ist weg, die hat ein Schwein mitgenommen. What? Ja, nee, ist klar. Hast du die Firepits jetzt runtergesetzt, Tonno? Ja. Weiß ich nicht, das sieht nicht so aus, oder? Mach jetzt erstmal drumrum den. Du alles für den Kram? Hast du schon. Meinst du, das sieht so besser aus? Ich hätte jetzt echt gesagt gehabt, nee, da stehen, das sieht zu klobig aus. Hast du geguckt gehabt, oder? Donno, kannst du mal kurz das PvP anstellen? Ich muss mal kurz mit Echo was klären. Nein. Echo ist einer von den guten Redakteuren, tut mir leid. PvP gibt es auch. Haben wir hier noch eine Kiste, wo ich die Sachen reinschmeißen kann? Dann kannst du die wieder rausnehmen. Sind Kisten einer ohne von Ende. Den guten Redakteuren, ihr sperrt den in der Tiefgarage ein. Ja, mit dir würden wir viel schlimmere Sachen machen. Ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, ich wäre ein Schlechter. Was findest du denn hier dran klobig? Ich finde das so besser, Donno. Dann dürfte ich die Kamera halten. Was ist denn das da oben? Warum leuchtet das so? Ich glaube es nicht. Das ist eine Truhe. Er hat mir meine Urne geklaut. Nein, das war es nicht. Das war das Schwein. Da war ein Schwein. Das ist hingekommen und hat einfach... Nee, ursprünglich wollte ich nur den Sack mitnehmen. Hab dann zweimal F gedrückt und hatte dann Klamotten in der Tasche. Ja, genau. So, was hat man jetzt gesagt? Zweite Etage, ne, Tonno? Nein. Erste Etage schon. Erste Etage? Ja. Für mich ist es zweite. Die erste Etage ist da, wo der erste Boden ist. Ach so, deswegen, das Fenster irritiert, alles klar, erste Etage. Ich sehe schon einen Fehler. Schon wieder so ein Kackschwein. Hä? Ich sehe eigentlich schon einen Fehler, ne? Zwecks, weil hier die Dings steht. Ja, gut, den auch, aber. Nein! Hier ist gerade ein Schwein durch die Wand geglitscht und es glitscht die ganze Zeit durch die Gegend. Warte mal. Viele gucken mal, da steht irgendwo eine Urne. Dieses Kackschwein. Ah, es gibt mein Zeug also wieder, ja? Was habt ihr denn hier gezaubert? Da steht. Hallo? Was ist das hier? Hallo, junge Dame. Das ist hier nicht. Wer hat das? Das ist nicht symmetrisch, Donno. Was? Oh, jetzt geht das wieder los. Nicht symmetrisch. Wo ist denn die Urne? Hör mal, gestern haben wir den Hobbit gesehen. Da war auch nicht die symmetrisch. Die steht ganz hinten, weit tief im Wald. Da steht die Urne. Ja, nein, aber wo soll ich denn hier die Türe machen für die. Ach so, ja, genau. Für den Arm. Weit hinten, tief. Im Wald. Ja, du musst da bestimmt so eine halbe Stunde für laufen. Hier könnte ich den ja hinmachen. Weißt du, hier das so lohnt sich gar nicht. Aber viele. Da, wo die Treppe ist, müsste ich ja auch einen hinmachen. Dann fange ich die Treppe halt hier vorne an. Und gehe ein bisschen früher hoch. Wann tauchen denn Augenviecher auf der Oberfläche auf? Hat einer zu tief gebuddelt. Kann passieren. Nein, hier steht direkt eins einfach mitten rum. Ups. Jetzt muss ich erstmal Echos Urne finden. Um mein Zeug wiederzubekommen. Mal auch, warum sind hier vier? Das ist doch nicht der Haupteingang oder ist das der Haupteingang hier? Alter! Doch, tatsächlich. Ja, das Schwein die Fenster sind. Willst du mich verarschen? Warte mal, jetzt muss ich Wie mal viel gucken. Hält denn dieses verkackte Schwein aus? Die Wo bist du denn überhaupt? Jetzt? In der Burg. Der Burg? Ja. Hä? In der Burg gibt's doch gar keine Schweine. Ich bin voll verwirrt. Ja, ich bin ja jetzt auch das zweite Mal gestorben. Verdammte Axt hier. Ey, so ein geiler Start schon wieder in die nächste Folge. Alle sterben. Was ist das von der Höhe? Ups. Was habt ihr denn hier gemacht, ey? Jetzt muss ich mir mal von draußen angucken. Das passt mir irgendwie gar nicht. Ich kriege dich, du Drecksau. Ich kriege dich. Donner und Dave sterben nicht. Die sind ja nicht so eher von. Eins, die sind ja zwei, nicht so drei. Von. Nein, ich bin schon wieder verkackt. Wie geht denn das? Mein Gott, ist das schlecht. Was ist denn mit dem Update passiert? Irgendwie ruckelt's hier ein bisschen. Dave, dein Durchgang hier? Ich komm. Bin trotzdem ein bisschen verwirrt, aber ist egal. Uff, da. So, hoch da. Oh,
Ja gut, dann fange ich hier an, ne? Müsste mit der Treppe nicht passen, dann gehe ich mit der Treppe einfach geradeaus hoch. So, was hatten wir jetzt gesagt gehabt? Erstmal so zwei, drei raus, ne? Ja, du wolltest ja irgendwie schräg machen, also die Zweierebene und dann halt hier an der Seite. Du wolltest ja auch noch Treppen dahin machen, hast du gesagt gehabt, ne? So, dann kannst du eigentlich da schon anfangen hochzugehen, oder? Ich glaube, einen muss ich noch raus. Boah, haut so. Ihr Kackviecher. Ja, ich wollte sagen, hier ein paar Treppen, die kannst du direkt weg. Achso, okay, ja, cool. Ja, wo bist du denn schon wieder? Ich glaube, die könnten wir aber genauso lassen. Ich bin oder? Wieder oder? Richtung Insel. Egal, saug die trotzdem schon mal ein. Okay. Wäre cool. Ich werde von einer Horde Schweine verfolgt. Ah, classy. Sollte erstmal reichen, ne? Was, Lassie? Lassie! Danke. Ach, da geht die Sonne auf. Jetzt brennt ihr. Wenn mal, du bedankst dich dafür, dass du Lassie genannt wirst? Kackfischer. Wollen wir ab jetzt Dave einfach noch Lassie nennen? Hä? Ich habe nicht Danke gesagt, ich habe Lassie gesagt. Nein, du hast Danke gesagt. Nein. Was hörst du für Sachen, Fiedel? Nur das Beste. Ja, ich merke das schon. Er ist das Beste, was dir je passiert ist. Komm. Lassie? Ja, stimmt. Boss, der Dave ist schon wieder verletzt in der alten Eiche. Ja, sicher. Verdammt. Okay, alles ist verbrannt. Ich mache mich jetzt auf die Jagd nach Leder. Bringen dann ordentlich Leder mit hoch, damit sich halt eben Echo und Tonno meine ordentliche Rüstung zulegen können. Irgendwie lag in dem Ding noch eine Rüstung drin, die habe ich mir gemopst. Boah. Und da beschwert er sich darüber, dass ich die Ohren loote. Hab ich. Was? Moment mal. So viel Krams hat er in der Tasche. Oh, Savannengras, Wildblumen. So, das hier sind Crafting Table. Da kann man hier kräften. So, da wir das schon ein bisschen gespielt haben, habe ich natürlich hier echt schon viele Rezepte drin. Oh, guck mal, ich habe Stone Rod. Ich könnte mir fast Obsidian Armguards machen. Aber nur fast, ne? Iron Bar, Obsidian. Ich glaube, man braucht, um Sachen abzubauen, braucht man hier erstmal hier diese komischen. Och Mann, tot. Aber das Hopsen ist. Och Mann, weg, tot. Das heißt, ja, das Hopsen jetzt mal ist schon lange weg, glaube ich. Und Crackwood oder machen wir direkt hier. Wo bin ich denn jetzt hier? Da. Rote Pilze. Ist komplett schweinelos irgendwie. Rote Pilze voll. Und Blümchen. Ich glaube, ich bin gerade an einem. Also ich habe schon ein bisschen was an Leder zusammen für dich, aber... Muss mal meinen hier ist eine dicke Bildsau. Hier unten hinsetzen. Hau ab, geh weg. Es hat Hörner. Ach, die Viecher, leg dich lieber damit noch nicht an, wenn du keine Rüstung hast, auf keinen Fall. Ich will ja gar nicht vor, die Drecksau. Ach, Mann, verdammt, jetzt ist aber gut hier. Was ist denn da? Au. Oh. Guck mal, hier ist jemand in die Bäume geklettert. Ich habe schon mal ein bisschen zugebaut. Ja... Kann es sein, dass du bei mir relativ in der Nähe bist? Wieso? Welche Farbe hast du denn? Welche Farbe ich habe? Oben am Kompass, der Pfeil. Ach so. Okay. So, hier können wir jetzt hochbauen. Ich bin so ockergelb. Da bist du nicht in meiner Nähe, okay. Ich habe gerade keine Farbtabelle. Sag mal einfach mal Sufschis Farben. Nee, ich trinke kein Kölsch. Ich hätte, glaube ich, noch ein paar rausgehen sollen. Ich habe für dich hier schon 6 Leder zusammen für deine Rüstung. Scheiße. Muss noch ein paar rausgehen. Ja, ich musste auch die Steine tiefer setzen, weil da ja der Holzboden noch hin musste. Ein Arkenviech. Komm her. Nimm dies und das. Auf jeden Fall. Nimm alles. Hier, komm. Bleib. Nimm mein letztes Hemd. Ich will doch nur den Stein. Oder 3. Oder die Steine. Oder 4. Ist mir egal. Komm, bleib. Hallo. Lauf hat eigentlich jemand die Zeit gestoppt? Ja, Dave. Ja, ich bin dabei. Dave ist die Zeit. Aha. Dave, du bist wundervoll. Dave ist die Stoppuhr. Wenn wir drüber sind, müssen wir mehr zahlen. Eine wundervolle Stoppuhr. Ah, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr Schleim. Ich weiß noch nicht, immer noch nicht, wofür der Flowerpot ist. Da wächst ja gar nichts drin, ne? Nee, da wächst wirklich nichts. Vielleicht sollte man mal einen Baum da reinsetzen, in den Boden vergrafen und in den Flowerpot den Baum rein. Ja, dann machst du aber nah am Wasser, vielleicht bringt das was. Was wollte ich denn eigentlich jetzt? Ah ja, Mining Cell brauche ich ja. Verdammt. Da machen wir echt den verdammten Wald leer gewildert. Ich finde hier kein Schwein.
Alter, Pilze, Weiß. Hier seid, mit Hörnern. Das, du musst ab und zu kurz stehen bleiben, Fiedel. Ich glaube, die haben das irgendwas mit der Spawnrate geändert. Also, das ist jetzt wirklich das Öfteren, damit du stehen bleiben musst, damit das kurz alles spawnen kann. Echt? Ja, habe ich in einer anderen Welt festgestellt. Warum denn das? Das ist doch Quatsch. Keine Ahnung, frag mich nicht. Oder frag mich Leichteres. Entwickler von diesem wundervollen Spiel nochmal. Jungens, bringt mal Holz mit, ja? Hier geht doch die Treppe hoch. Habt ihr gehört, Echo, Fiedel? Holz mit? Kann Holz, ich machen, ja. Ich bin gerade sowieso im Wald. Hier ist irgendwie nichts mehr und wir müssen noch ein paar Mining Cells basteln. Nimm Dave's Kopf. Ups. Wollte gerade das gleiche über deinen Kopf sagen. Der ist nicht aus Holz, der ist aus Helium. Brainitiverse ist bei mir gerade abgestürzt. Ja, schön. Warum auch immer. Ja, also die Folge könnt ihr beim Fiedel schon mal nicht gucken. Richtig. Doch, auf jeden Fall. Teil. Was ist denn los da bei dir? Die schwarzen Bildschirm. So was gegen Schwarze? Fiedel has left the world. Änder schnell das Passwort. Gleich wieder da. Gleich wieder da. Sudschwein, Echo. Nein. Das denkt man gar nicht, wenn man so die News sieht, ne? Da denkt man so, ach, alle hacken auf dem Echo rum, jetzt wisst ihr, warum auf dem rumhacken. Ja, das ja, genau, genau. Er ist nämlich ein ganz gehässiger kleiner Kerl. Ja. Ja. Unterhalte ich mal mit meiner Frau. 3, 2, 1, Aufnahme startet jetzt. So, ja, ich bin jetzt wieder zurück. Mir ist Creativeverse ganz kurz abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung, warum. Es gab einen Windows-Fehler-Sound und auf einmal... Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Was ist für ein Sound? Den kenne ich gar nicht. Du Creativeverse spiele nix mehr. Genau. Für dich Creativeverse aus. Nein, nein. So, jetzt erstmal nochmal hier ein bisschen Holz hacken, denn ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch mit rauskam. Wir müssen ja für den guten Herrn El Tono Holz sammeln, der heult nämlich oben in seiner Burg ein bisschen rum. Wir brauchen Holz. Oh, ich freue mich so sehr, bis der Fiedel wieder Hilfe braucht. Dann sage ich so, oh, keine Zeit. Oder Fiedel wer? Könnt ihr mal sehen, was das für ein Arschloch ist? Tonne ist echt so eine miese Sackratte. Ich meine, da sitzt man mal einen wirklich sehr wohlgesetzten, charmanten Witz und dann gleich sowas. Wird der direkt missverstanden, ne? Auf jeden Fall. Also Tonne, das kann nicht so weitergehen. Ich bin nur einfach für Humor nicht zu haben, tut mir leid. Tonne, du kannst nicht den ganzen Tag nur Hater generieren. Du musst ja, muss ich hier machen, aber das macht am meisten Spaß. Also, wenn auch du Hater sein willst, dann... Besuche El Tonos Kanal. Du einfach auf der YouTube-Leiste El Tono eingeben, ihr findet ihn bald. Und er freut sich, er lebt praktisch von dieser Scheiße und das ist für ihn das absolut Größte. YouTube Money for the World. Yay. Ah. Jeder Hater ist ein Klick. Ja. Oh. Ich sehe gerade, meine Mining Cell hält gar nicht mal mehr so lange. Ah, Truhe! Eberron ist zum Glück nicht da. Ah, oh, Tonno! Ist Tonno auch nicht in meiner Nähe. Ich bin mich direkt hinter dir. Und der direkt gerade mal in alle. Oh, da war gerade ein Arkenviech-Dings. Ach, da, direkt vor mir. Komm her. Ich dachte schon, warum komme ich nicht hier weiter? Der baut hier einfach weiter. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich habe gesagt, ich will das hier fertig kriegen. Also ich versuche von unten heraus. Du hast die Treppe da falsch gesetzt. Nein, habe ich gar nicht. Aber sowas von. Habe ich gar nicht. Wo? Ah, verdammt. Da ist die Treppe drin, die da nicht reingehört. Ist das eine Scheiße? Das Arkenvieh hat nicht mal versucht wegzurennen. Hier, da wo ich direkt vorgucke. Ja, die hab ich gar nicht da hingesetzt, du Flaumi. Die habe ich gerade alle weggezogen. So. Ich habe da gerade Nein, da... Tonno, lass es sein. Und es geht los. Gleich siehst du, PvP activated. Das kann nur ich. Das mache ich dann, wenn er nicht mitrechnet. Lass Peace es bleiben. Von hinten niederknüppeln. So. Ja. Deine spare ich mir. Tonno, was ist eigentlich, wenn du PvP aktivierst und plötzlich alle drei auf dich losstürmen? Dann schalte ich ganz schnell PvP wieder iOS. iOS? iOS. iOS benutze ich dann auch, iOS.
Ich glaube, das ist gelbe. Du hast ein iPhone? Nein, habe ich nicht. Wollte schon sagen. Ich bin glücklicher Samsung-Nutzer. So kommerz ist er ja auch nicht. Nein, weil Samsung ja auch total die faire Schiene fährt. Die Dave, tut mir gefallen. Bitte. Nimmst du die drei Steine hier noch weg, dann kann ich den Holzboden da hinsetzen. Welche drei Steine? Hier unten. Warte, sofort. Tonno, ich glaube, du könntest schon wieder die Ansage machen. Wir sind nämlich schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Oh, ich will erst noch diese drei Steine setzen. Ja, ist ja gut. Hier, boah. Ich bin noch beim Holz sammeln. Ich bin auch noch gar nicht fertig mit den Blumen sammeln. Was ist denn los? Dann machen wir das in der nächsten Folge. Wir haben doch gerade erst angefangen hier. Wir bedanken uns natürlich, wie immer, fürs Zuschauen. Falls ihr es noch nicht getan habt, die Abo-Button der anderen sind da, um gedrückt zu werden. Wir freuen uns natürlich, wenn das Video bei jedem geliked, geteilt, getwittert wird, was man heute so alles macht. Wir sind auf jeden Fall raus. Bis dann. Tschüssikowski. Ciao, ciao. Ciao.